Polizei ist auch am Tag nach dem Amoklauf am Gymnasium in Wuppertal. Kein normaler Unterricht heute. Schüler bekommen psychologische Hilfe. Und die Schulministerin macht sich ein Bild. Ihre Botschaft, die Schule wird nicht alleingelassen. Ich fühle mich schon mit dafür verantwortlich. Und wir müssen immer wieder gucken und uns immer wieder fragen, müssen wir noch Dinge besser machen, müssen wir noch optimieren. Aber das können wir hier erst dann entscheiden, wenn wir auch tatsächlich die Ergebnisse und den Sachverhalt insgesamt aufgeklärt haben. Am Mittag gibt's von Polizei und Staatsanwaltschaft neue Informationen. Der Tatverdächtige, ein deutsch-türkischer Schüler, in Wuppertal geboren und gestern mit einem Messer in die Schule gekommen. Damit soll er auf 4 Mitschüler eingestochen und dann die Polizei erwartet haben. Als er allerdings die Einsatzkräfte erblickt hat, ist der Tatverdächtige wieder in einen Erregungszustand geraten und hat die Einsatzkräfte angegriffen und geäußert, dass er von der Polizei erschossen werden möchte. Die Einsatzkräfte konnten ihn aber überwältigen. Er ist schwer verletzt und soll die Tat in einem Schreiben eingeräumt haben. Der Inhalt dieses Schreibens, in dem er sich zu der Tat bekennt, lässt darauf vermuten, dass eine psychische Erkrankung vorliegt bei dem 17-Jährigen und dass das Tatmotiv darstellt. Bis gestern war der Tatverdächtige noch nie strafrechtlich aufgefallen. Messergewalt an Schulen in NRW nimmt zu. 2022 hat die Polizei 193 Attacken mit Messern oder anderen Stichwaffen gezählt. Der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft NRW hält deshalb Waffenkontrollen an Schulen für notwendig, für die Sicherheit der Kinder. Und wenn dazu gehört, dass auch gewisse Taschen dann auch mal durch den Detektor geschoben werden, so wie es auch im Landtag zum Beispiel ist, bei den Eingangskontrollen, dann ist das durchaus eine Maßnahme, die zur Sicherheit an Schulen führen könnte. In der Praxis kaum umsetzbar, sagt Andreas Tempel vom Gesamtschulverband. Da muss man sich noch mal vorstellen, wann eine Schule wie wir mit 1300 Schülern den Unterricht beginnen kann, wenn da alle erstmal kontrolliert werden sollten. Statt Waffenkontrollen mehr Schulpsychologen. Am Wuppertaler Gymnasium stehen heute viele noch unter Schock.